Ja, warte mal, liebe Freunde von Offer Hunters, Offer Shooters, genau so sieht das aus, wenn man mit einem Zielfernrohr oder einem Fernglas auf weite Entfernung ein Stück Wild anspricht. Es wackelt nämlich. Aber das ist jetzt vorbei, denn es gibt von Sig Sauer das Zulu 6. Das hat man ja vor, ich glaube, anderthalb Jahren schon mal vorgestellt. Genau. Dieses Modell gibt es jetzt allerdings mit einem kleinen Feature. Und das wird euch jetzt der Martin Limper von GSG mal kurz vorstellen, was da neu ist. Sehr geehrte Zuschauer, auch von mir, hallo. Wir haben hier eine weitere Variante des Zulu 6. Und zwar können wir hier jetzt in zwei Ebenen die Bildstabilisierung einsetzen. Und zwar, wenn alles scharf gestellt ist, hier über den Mitteltrieb und die Augenabstand alles passt, dann kann ich einmal den Bildstabilisator herunterfahren. Dann springt es auf grün. Dann springt es auf grün. Und wenn ihr dann das Ziel anvisiert habt und seid euch sicher, das möchte ich mir genauer anschauen, dann zieht ihr den Hebel schnell nach hinten und wieder nach vorne. Und wie ihr jetzt seht, leuchtet es rot. Und dadurch habt ihr die Bildstabilisierung praktisch verdoppelt und ihr habt ein total ruhiges Bild. Ein Spektiv ist nahezu nicht mehr nötig. Okay, und ich probiere das jetzt mal aus. Du hattest mir das ja erst schon gezeigt. Da hinten ist so ein kleines Schild. Das ist auf ungefähr, was würdest du sagen? Das ist so circa 30 Meter. 30 Meter. Da gucke ich jetzt mal durch. Augenabstand stimmt natürlich noch nicht, weil ich das Glas noch nicht in der Hand hatte. Ja. So, dann stellen wir auf Schärfe. Wo haben wir es denn? Da ist der Mittelweg. Warte, ach so, wir machen es erstmal. Warte mal. Ja, da steht jemand davor. Stehen überall Leute davor. Ach, da ist das kleine Schild. Und zwar steht da drauf. Okay, ich kann es kaum lesen. Kannst du mal den Stabilisator anmachen? Ja, bitte? Natürlich. So, jetzt wird das Bild schon deutlich ruhiger. Ich kann es jetzt auch schon lesen. Und zwar steht da Tartler drauf. Kannst du mal den zweiten Stabi anmachen? Ja. So, und jetzt ist das wirklich, man hat das Gefühl, man schwebt. Und jetzt steht da drunter Zelte AG, Entwicklung, Herstellung, Verkauf und Vermietung, www.tartlerzelte.com. So, jetzt springt jemand vor der Kamera rum. Aha, okay. Also das ist wirklich Wahnsinn, was dieses Gerät kann. Martin, kannst du was zum Preis sagen? Ja, der Preis wird im Laden ab November bei 1549 Euro Listenpreis liegen. Aber das ist ja nicht nur ein Gerät, sondern ihr habt insgesamt vier Geräte, genau, die ab November auf dem Markt, genau, verfügbar sind. Hier haben wir euch heute das 16x42 gezeigt. Es gibt es auch in 10x42, 12x42 und ganz neu in 20x42. Ja, ihr seht meinen aufgeregten Blick. Ich sehe hier, glaube ich, noch eins. Ist das ein älteres Modell? Oder das ist das ältere 10x30. Ja. Ja. Und das gibt es natürlich auch noch zu kaufen für 1079 Euro. Aber auch dafür gibt es ein neues Modell. Okay. Wenn ihr jetzt mehr wissen wollt zu diesen Modellen, zu dieser ganzen Reihe, kann man natürlich, wo findet man die Informationen? Unter www.drumsportguns.de. Da kann man findet schauen. Ihr alles, was ihr braucht. Oder ihr schaut bei Offer Hunters, Offer Shooters nochmal vorbei, denn wir berichten ja hier von den internationalen Jagd- und Schützentagen im Schloss Grünau an der Donau. Da könnt ihr auch nochmal alles nachlesen und es kann natürlich auch nicht schaden, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert. In diesem Sinne, Waldmannsheil, Matze und Waldmannsheil, der Martin.